Einige Flüchtlinge sind vor wenigen Augenblicken angekommen. Sie sind jetzt hier in dieser Nebenhalle im Münchner Hauptbahnhof. Die Polizei hat sie dorthin begleitet. Sie warten jetzt hier einen kleinen Moment, bis es für sie weitergeht, bis sie ärztlich untersucht werden in einem sogenannten Screening. Das dauert ungefähr 2 Minuten hier in Zelten, die am Bahnhof aufgebaut wurden. Das ist so die nötigste Untersuchung, also die intensiveren. Die finden dann später statt in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Die freiwilligen Helfer sind nach wie vor in sehr großer Zahl hier und versorgen die Flüchtlinge mit Wasser, mit Nahrungsmitteln, auch mit Kosmetika. Wie wir hier sehen können, wurde ein gewisser Teil der Spenden eingeräumt und eingepackt hier auf diesen Wagen. Das liegt ganz einfach daran, dass man viele Spenden jetzt nach drinnen gebracht hat, in die Bahnhofshalle hinein. Und die verderblichen Waren, die gespendet wurden, die gehen weiter vom Bahnhof weg zur Münchner Tafel. Also es ist wirklich keine Spende verloren an diesem Tage. Sie kommt in jedem Fall bei den Bedürftigen an. Viele zeigen sich sehr bewegt von dieser Hilfsbereitschaft hier der Münchner, die sich ganz aktiv engagieren. Und die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth von den Grünen, sie war auch heute Morgen hier. Und wir hören mal rein, was sie zu den Entwicklungen hier am Bahnhof in München zu sagen hat. Wir können teilen, wir wollen uns nicht einmauern. Und das ist eigentlich ein wunderbares Zeichen, dass hier Mitmenschlichkeit und Mitverantwortung praktiziert wird. Und ich glaube, München gibt ein Beispiel für ganz Deutschland. Und das sollen sich alle mal angucken, dass es auch so geht.